Obgleich wir natürlich sehr stolz sind auf Trixie, dass sie mit einer wirklich fantastischen Pflichtleistung Zweite wurde nach der Pflicht, sind wir natürlich auch ehrlich genug zuzugeben, dass sich Trixie Schuber keinesfalls mit Gabi Seifert in der Kür vergleichen kann. Aber wir würden uns natürlich ganz besonders freuen, wenn Schuber einen dritten Platz erkämpfen könnte. Doppelachse. Doppelter Rittberger. Doppelton-Loop. Doppelflip. Doppellut, Doppelsalto, Doppelflip. Ich will ja nicht verschreien, aber nach der Leistung müsste sie am Stockerl stehen. Man kann sehr zufrieden sein mit Trixie Schuber. Sie ist stark verbessert gegenüber dem Vorjahr. Im Vorjahr war ihre Kür noch recht farblos und heuer ist sie ein tadelloses Programm gelaufen. Sämtliche Doppelten sind ihr gelungen. Sie hat heuer im Winter schon bei der Richmond Trophy in England den zweiten Platz hinter Susie Almaschi gemacht. Das war sehr, sehr knapp. Fast hätte sie dort schon gewonnen. Sie ist zweifache österreichische Meisterin und wird von der Trainerin Hilde Appeltauer betreut. Im Bild mit ihrer Trainerin. Knapp vor der Europameisterschaft hatte Trixie eine Grippe und wir haben schon alle ziemlich Angst gehabt, dass sie konditionell Schwierigkeiten bekommen könnte, da sie etwa eine Woche ihr Programm nicht durchlaufen konnte.
für den Inhalt 5,7, 5,5, 5,5, 5,4, 5,6, 5,4, 5,4, 5,4, 5,6, 5,6, 5,5, 5,5. Technical merit 5.7, 5.5, 5.5, 5.4, 5.6, 5.4, 5.4, 5.6, 5.5. Fünf Komma fünf und fünf Komma fünf für den künstlerischen Eindruck. 5.4, 5.4, 5.4, 5.5.